Könnt ihr einmal erklären, wie wird man eigentlich bayerische Bier- oder Waldkönigin? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Vielleicht kannst du gleich mal anfangen, Sarah? Okay, also bayerische Bierkönigin kann man nur werden, wenn man mindestens 21 Jahre alt ist, geboren und aufgewachsen und lebhaft, also wohnhaft in Bayern. Und natürlich muss man extrem viel Leidenschaft für das Produkt haben. Also wenn man die Leidenschaft zum Bier nicht hat, dann kann man auch nicht das Bier so wirklich so ehrenvoll oder so wertvoll vertreten, wie unser Kulturgut eigentlich ist. Also wir müssen da wirklich, man steht halt draußen und man wirbt ja für unser bayerisches Bier. Und deswegen muss man einfach ganz viel Leidenschaft haben. Aber du trinkst jetzt nicht gerade ein Bier, oder? Ja, aber ein alkoholfreies Bier. Also, sehr gut, sehr gut. Und wie ist das bei der Waldkönigin? Vielleicht können wir da einmal sprechen. Wie genau funktioniert es da? Relativ ähnlich. Das ist ein ganz klassisches Bewertungsverfahren. Und bei uns ist aber auch noch die Prämisse, dass man Wald besitzen muss. Also die Familie muss Waldeigentum haben. Eben auch, wie die Sarah schon gesagt hat, damit man einfach aus der Erfahrung sprechen kann und dass man diesen Bezug auch wirklich hat. Das ist bei mir jetzt dann auch noch mit eben ein Besonderfall, beziehungsweise bei meiner Vorgängerin war das eben auch so, dass wir auch noch Forst studiert haben. Das heißt, dass noch mal mehr fundiertes Wissen auch da. Aber eben, wie es die Sarah schon gesagt hat, man muss die Leidenschaft mitbringen und auch enorm viel Wissen, weil nur so kann man halt auch das Produkt dann auch wirklich präsentieren und die Öffentlichkeitsarbeit auch wirklich sinnvoll gestalten. Gabi, schon mal Interesse gehabt, auch ein Amt zu bekleiden in der, also als Königin, irgendwie mehrtätig, oder haben wir schon mal gesagt? Ja, bei mir war es vielleicht daran gelegen, dass ich mich nie entscheiden konnte. Ich wohne ja im Weihergebiet, im Aichgrund. Kapfenkönigin gab es noch nicht bei mir. Oder haben wir viel später entwickelt, diese Idee. Dann Meerrettich Königin, ja, wurde auch viel später eingeführt. Also alles kam erst mit diesen tollen Produktbewerbungen, mit diesen großartigen Repräsentantinnen, als ich schon länger erwachsen war. Das nächste ist vom Weingebiet, wo es dann doch eine Bewerbung gegeben hätte. Früher habe ich zu weit weg gewohnt. Also es ist wirklich schade und wir haben auch keinen Weinberg besessen. Aber deshalb schätze ich es umso mehr, wie viel Zeit und wie viel Engagement sie alle einbringen, weil ich ja genau in diesen Bereichen ja viel unterwegs bin. Und das ist einfach mehr, noch mehr als dieses aufwendige Bewerbungsverfahren, sondern das ist wirklich eine Repräsentanz und eine Bewerbung unserer Hammerprodukte, die wir haben. Du warst aber auch bei der Auswahl jetzt beispielsweise von Sarah dabei. Vielleicht kannst du einmal nur ganz kurz sagen, auf was achtet man denn genau, wenn man so eine Königin kürt? Also, es gibt ja bei der Sarah gab es ja Vorauswahl im Online und dann sind es wirklich die Fragen, die Sachfragen. Bei manchen, die haben sich so richtig gut angehört, dass sogar der Laie wie ich gewusst hat, also ich bin kein Laie im Bier trinken, sondern im Wissen um das Bier, dass das nur so richtig sein kann und die Souveränität. Also ich denke, das ist oft nur viel, viel wichtiger, die Souveränität, welche Leidenschaft bringe ich rüber und wie selbstsicher bin ich. Weil man tut umgekehrt einer jungen Frau auch keinen Gefallen, sie da rauszuschicken, wenn sie unsicher ist. Also da kann sie noch so reizend sein, da kann sie noch so gut informiert sein, man tut ihr bestimmt keinen Gefallen damit. Sarah, was waren denn so die Fragen, wo du vielleicht gedacht hast, die kommen bestimmt und da habe ich am meisten Bammel davor? Oder wie bereitet man sich vor? Naja, also das Thema Bier, das ist ja so ein breites Spektrum. Also eigentlich kann man da gar nicht alles wissen, weil man lernt da ja wirklich für jeden Tag lernt man einfach wieder was Neues dazu. Und ich sage mal, also mir ist danach gesagt worden, nach dem Wahlabend, dass da einfach auch viele Fragen dran waren, die normalerweise irgendwie so Braumeister bei ihrer Abschlussprüfung kriegen. Und ich hatte zum Beispiel als Frage, warum heißt der Bock Bock? Weil ja der Bock immer in Verbindung gebracht wird eigentlich mit einem Tier.
Und aber es ist ja gar nicht so, sondern das kommt praktisch aus der Stadt Einbeck, aus dem Niedersächsischen. Und deswegen heißt halt der Bock Bock. Also das hat aber nichts mit dem Tier zu tun. Aber jeder bringt halt auf sein, irgendwie auf sein Bockbier einen Bock mit drauf. Muss man denn im Wald auch wissen, ob da also Böcke und doppelte Böcke und weiß der Geier was rumspringen? Also was sind da so die Themen, wo du sagst, da muss man sich wirklich gut auskennen? Also bei uns geht es schon auch um Böcke, ja, das ist richtig. Aber also ich habe auch beim Bockbier tatsächlich immer an den Rehbock gedacht. Also ich habe jetzt auch wieder was dazugelernt, danke dafür. Ja, und natürlich ist der Wald in Verbindung mit dem Wild natürlich zu sehen. Und dementsprechend sollte man sich auch damit auskennen. Deshalb habe ich ja noch den Jagdschein gemacht, weil Wald ohne Wild geht einfach nicht. Und deshalb sollte man sich dann schon auch damit auskennen, genau.